wenn ich die Autos hier sehe, da fallen mir natürlich Geschichten ein, mein lieber Peter, das glaubst du ja gar nicht. Und die wollen wir alle hören. Weil du gesagt hast, da steigt einer aus und raucht hinter der Leitplanke Zigarette. Mir hat heute Morgen der Alfred Heger, der übrigens mit in diesem Feld mit seinem Originalauto fährt, gesagt, du weißt, früher haben wir nicht protestiert, früher gab es auch keine Sportstrafen von den Sportkommissaren, da haben wir das nach dem Rennen untereinander geregelt, da habe ich den einen oder anderen mal hochgehoben, dreimal geschüttelt, fallen lassen, dann war es gut. Der hat sich dann anständig benommen. Ja, manchmal, die Lösung ist manchmal so einfach, ne? Aber ja, heutzutage hat sich der Motorsport ja auch natürlich, müssen wir auch ehrlich konstatieren, auch aufgrund der erhöhten Sicherheit und ständig die Sicherheit, die halt eben im Vordergrund steht, hat sich das Ganze natürlich ein bisschen verändert. Und mittlerweile sind technische und sportliche Reglements ja richtige Bücher, die man lesen muss. Es ist eine neue Zeit, es ist eine andere Zeit. Jede Zeit hat ihre Reize, ihre Vorteile und ich finde es toll, dass der Nürburgring und seine Zuschauer jetzt gerade die aktuelle DTM gesehen haben, mit Hightech, mit allem drum und dran, und jetzt sehen, wie diese DTM